Hallo, hallo, ich bin's, Schildimus Maximus, Schildi213. Heute spielen wir ein Horrorgame. Naja, Horrorgame. Man kann es als Horrorgame sehen, muss man aber nicht. Und zwar spielen wir Poppy Playtime, aber nicht das erste, sondern das zweite. Ich hab's mir heute gekauft. Ich hab mir noch drei andere Spiele gekauft, aber die kommen in Zukunft. Ja. Wir spielen Poppy Playtime, wie schon gesagt, und ja, starten wir einfach mal rein, ne? Da hinten ist mal Melon längs, glaube ich. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. Hört ihr das, dieses Wake-up? What's the time? Playtime! Juhu! Rein da in die Manegen. Oh, okay. Okay. Eine Rutsche. Ah. Alter, dieses Wake-up regt mich richtig auf. Ja. Okay, alles schwarz. Poppy Playtime, Chapter 2. Loading. Oh. Ah, stimmt. Hier war man ja. Oh. Ja? Hallo? Hallo? Leo? Hallo. Ah, hallo, Mannes, na? Ey, wirklich, wir müssen reden. Okay? Wieso denn? Nachdem du deinen Job als Security-Mann kläglich versagt hast, habe ich dir jetzt noch mal eine Chance gegeben, okay? Ja. Glaub mir, das war vielleicht einer meiner letzten Chancen, die ich dir gebe. Wenn du diesen Job schon wieder verkackst, dann weißt du, dann knallt's hier. Wirklich. Bitte, nein, bitte nicht, nein. Nein. Ich gebe hier mein Bestes und du hast einfach. Du machst alles kaputt, weißt du das? Ich mach nichts kaputt, ne? Du machst jetzt deinen Job hier richtig. Ja. Oder ich bin nicht mehr dein Agent. Ich suche dir keine Jobs mehr. Nein, okay? Bitte nicht. Ja, okay, ich mach alles perfekt. Ich mach alles hier zu Ende, ja. Ja, okay, das will ich schwer hoffen. Ja, und, mach ich. Ne? Ja. Okay, dann ciao. Tschüss. Oh, ey. Mattes, ey, mein Agent, ey, der ist manchmal plemplem in der Birne. Aber hier, Chapter 1, da war man hier als letztes. Da hat man hier den Cage aufgemacht, damit Poppy rauskommt, glaube ich. Und dann war das hier weiter. Und einige hatten, glaube ich, so eine Vermutung, dass hier so eine Tür war mit so einem Schrank. Aber ich glaube, jetzt hier ist auch so eine Tür. Ach, weiß ich schon. Hier kann man jetzt nicht mehr durch. Noch irgendwelche Kissen. Du weißt schon, dass ich noch dran bin. Oh. Sorry. Ich hab alles gehört. Sorry. Du machst jetzt deinen Job. Ja, mach ich. Okay. Oh mein Gott. Hier ist Huggy Wuggy und ich glaube, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie der Dino heißt. Ich weiß es gerade nicht. Hier sind wieder Türen. Aber die kann man auch nicht aufmachen. Ey, bei mir sieht das so creepy aus mit dem Dunkel. Das ist so gruselig. Ich hab Angst. Okay. Elliot Ludwig. Oh mein Gott. Alter. Da haben wir Roboter. Ach du Kacke. Hilfe, was ist denn hier? Oh. Oh. Bitte, hör auf. Hui. Ach, Profi. Das war Leiter. Hallo. Nein, ich glaube, ich brauche keinen Hug. Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Oh nein.
Come closer, friend. Okay. I'll squeeze you until you... Yo! Hier ist die Tür. Die kann man aufmachen. Das ist ein Schlüssel. Erstmal weg mit euch. Weg mit euch. Das ist... Ach du. Piep, piep, piep. So, den Schlüssel mitnehmen. Pick up key. Tap to view inventory. Ja, key. Muss man, glaube ich, die rote Tür öffnen, soweit ich weiß. Guten Tag. Ich mache mal lieber die Tür zu. Yo. Ah. Ah. Darf ich hier raus? Danke. Was ist denn hier auf dem Tisch? Irgendein Spielzeug? Hier ist ein Tape. Ich soll umgucken. Oh nein. Die Biene. Da ist Hoogie Woogie. Ach, da auch Kissy Missy. Mhm. Da, Hoogie Woogie und Kissy. Was passiert mit den Kissen hier? Poppy. Thank you, Mr. Ludwig. Ja. My best friend. Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Weiß ich gerade nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 1900 was? Das weiß man nicht. Vielleicht kommt da noch was. Hier kann man das, glaube ich, abmachen. Jo. Und er hat ja noch gesagt, dass durch ein Familien... dass eine Familienperson verstarb und er trotzdem weitergemacht hat, was auch krank ist. Also Respekt, dass man trotzdem da weitermacht. Aber jetzt hier... Oh mein... I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Poppy, du kannst mit mir reden? Danke. Jetzt kann ich das wieder... So. Nee. Ich glaube so. Und dann hier. Und dann da. Ja. Danke. Ich bin gut, ich weiß. I wanted to thank you for freeing me. Kein Problem. I was stuck in there for so long. Thank you. Na, keine Ursache. Pay you back. Ach, wirklich. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. Okay. Ach, darum. As soon as you get on up here. Okay. Wenn's. Gruselig sind die Viecher. Nee, oh, hallo. Hey, I'm up here. Ach. I see you. I should be able to follow you through the vents. This way. Okay. Diese Tür. Jetzt kann man es wahrscheinlich hier aufmachen, ja. Tor auf! Hokus pokus! Okay. Also Leute, ich würde eher nicht runterfallen, deswegen...
Oh mein Gott, Alter. Ist doch krank, kann man hier die Türen öffnen? Hey, Buzzy Bee, that's me. Du hast keine Beine mehr. Da ist Poppy. Poppy. Hallo? Listen. Yeah. I'm going to need you to trust me. Oh, oh mein. Hallo, oh, alles gut? Mir, ich bin fein. Also, an mir ist nichts mehr dran, ja. Ich glaube, Poppy ist verschwunden. Ist hier irgendwas? Dann ist irgendeine Barriere. Ich sehe es. Barriere. Irgendwas Holz zugehämmert. Das ist. Wie. Ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da ist die Production Game Station. Ich kann es kaum lesen, weil es so dunkel bei mir ist. Innovation, glaube ich. Und hier Play Place. Da, wo die Kinder hier reingehören. Jetzt muss man hier, glaube ich, runterspringen, oder? Auf drei. Eins, zwei, rein da. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich hör irgendwas. Irgendwas sliden. Yo. Okay, eine Rutsche auf einmal. Elliot Ludwig? Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Irgendwelche anderen Namen. Andere Namen. Also, ich guck grad. Ich kann das ehrlich nicht erkennen bei mir, aber ein bisschen kann ich es erkennen, ne? So. Was wollen wir hier? Strom anmachen. Hä? Wie? Vielleicht so? Nee, hä? Nee, man muss die Dinger anbekommen. Hä? Was ist denn das? Blaues Rohr. Ach, warte. Ach, vielleicht kann man da vorbei. So. Und dann so. Und dann hier. Dann hier einmal drehen, dann hier wieder zurück. Ey, ich bin Profi. Oh. Oh, die Game Station. Oh. Leute, wir gehen in die Game Station. Alter Schwede, du. Mhm. Ja, okay. Leute, wir gehen ab in die Game Station. Also dieses Power-Ding, das war viel zu einfach für mich. Ja. Meine rote Hand. Ey. Böses Vieh. Hallo, Mami. Ah, zu fliehen, okay. Papi hat gar keinen Bock. Musical Memory, okay. Yo! Yo! Yo, geh weg! Weg mit dir, hallo! Ich klatsche dich, ey! Bam! Oh, Leute, ich sag nichts, okay? Das war geil. Mann. Ja. Hallo? Hallo? Ich wollte nur mal gucken, ob du irgendwas kaputt gemacht hast. Nee, wieso? Ja, wollte ich nur wissen. Nee, nee, ist alles fein hier. Alles super. Okay, okay. Ja, ja. Ja, ja. Dann tschüss. Ja, tschüssi. Oh mein Gott, ey. Mann, wer war da? Wie Mami Leunlängs wollte mich hier umbringen. Ach du Heilige.
Alter, oh mein Gott. Press hier. Okay, die Sprechanlage ist, glaube ich, kaputt, oder? Yo, da ist der Zug. Und da ist Musical Memory, glaube ich. Was ist hier? Hakewagi. Und hier ist Statues. Ah, Game Station mit Mami Longlegs. Ist auch so ein Spielplatz. Mit so Bänken. So hier, so wie sie, so wenn man auf den Zug wartet, diese Bänke. Sag mal, hier ein bisschen spielen. Irgendwer mit mir spielen? Happiness. Jo, kann man hier rein? Was ist da drüben? Vielleicht gibt's da ja irgendwas. Vielleicht irgendwas Besonderes. Da! Ein Zug, ein goldener Zug. Ist hier noch irgendwas? Können wir noch irgendwas tun? Ich sehe ehrlich nichts. Egal. Toy Bronn. Bronn heißt er, glaube ich. Bronn. Bronn heißt er. Soweit ich weiß. So, gucken wir mal. Was muss man hier machen? Eine grüne Hand? Okay. Das ist Geräusch. Achso, da. So, noch sprechen. Preparing for departure. 3, 2, 1. Yippie! Tut, tut! Ja, ja, tut, tut. Yo. Ach, Kissy Missy ist das. Ich irgendwie. Komm mit, Kissy Missy. Geht's jetzt hier nach unten? Ja, ein bisschen schneller hier. Komm, beweg dich. Bleib hier unten. Jetzt aktiviert den Hebel. Hi Kids, welcome to the Game Station. Ja. I'm Stella and we've got 3 super duper fun games to play. Ja. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Ich bin super smart. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. Ah. See you in a bit. Rabbit. Oh, Musical Memory. Ja, cool. Aber in Musical Memory gehen wir das nächste Mal hinein. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Poppy Playtime 2 ist lange her. Ich weiß. Ich glaube, über ein Jahr ist das, glaube ich, schon her. Oder, letztes Jahr kann es nicht sein. Über ein Jahr, glaube ich, ist das alt. Ich fange recht spät an. Ich hoffe, es ist für euch okay. Ich hoffe, ihr mögt es auch noch. Ich werde jetzt eher auf Horror Games mich beziehen. Ist auch okay für euch, weil Horror Games sind so mein Ding. Ja, so Shooter Games mache ich so eher für mich privat. Yo. Okay, nevermind. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass Mattes auch bei an meiner Seite war, der ein bisschen mitgespielt hat. Der verfolgt mich einfach manchmal und wir haben halt so gemacht, dass wir so eine Art, dass er mir so Jobs gibt, so eine Art, wo das ja mein Agent ist, gibt er mir so Jobs, so. Halt ja. Mit Horror-Games-Sachen, so zum Beispiel in der Pizzeria, sozusagen. Ja. Und ja. Das haben wir so entschieden, dass wir so eine Art. Mattes, hör auf. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie er nochmal richtig heißt, der Dino, weil ich weiß ja nicht. Ich glaube, Bonn? Bonbon? Nee, Bonbon hieß irgendwer anders, glaube ich. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ich nochmal das sagen. Tschüss und tschüssi. Tschüss.